Alter. Ich hatte die seltener in Erinnerung, diese fiesen Schleimis, ey. Die Schleimer. Schleimer. Ja, komm, Alter, ich krieg ja auch keinen Schuss in die Fresse. Obwohl das eigentlich hätte passieren müssen. Aber dafür springt mich wahrscheinlich gleich wieder ein wild gewordener, tollwütiger Hund an hier, ne? Ne? Wild gewordener, tollwütiger Hund. Und wild gewordene, tollwütige Welpen. The Hounds of Hell, die Hunde der Hölle. Ja. Nee, war schlecht. Alter. Jump! Dam, 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 da, 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 da. Scheiße, war das scheiße. Nee, echt, das hat sich wirklich leicht angehört. Ich habe jetzt übrigens, ich mache jetzt gerade mal ein bisschen Schleichwerbung. Ich habe an exionlessplay.de.tl ein bisschen weitergearbeitet. Au. Weiß, habe ich ein bisschen weitergearbeitet, weil ich Zeit hatte und nichts zu tun. Weiß, ich bin ja so ein No-Lifer. Muss ich ja sein als Let's Player. Beziehungsweise als Gamer generell muss ja ein No-Lifer sein. Alter, ich hätte mir vielleicht doch ein bisschen Cobblestone mitnehmen sollen, weil dieser ganze Gang natürlich auch noch zugebaut werden müsste, eigentlich, streng genommen. Aber das mache ich jetzt erstmal noch nicht. Ich will eigentlich auf die Festung da oben drauf. Mal sehen, komme ich da hin? Ohne zu verbrennen? Das wird nämlich erstmal das erste Problem, wenn ich hier hin will. Ich darf erstmal nicht verbrennen. So, habe ich den Gang hier hochgebaut? Ja, wahrscheinlich. Das kann ja nicht natürlich generiert sein, so eine strukturierte Treppe. So ein strukturiert, Alter, wie toll ich hier heute wieder Deutsch spreche, das ist echt Wahnsinn. Genau das suche ich. Heilige Scheiße. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich da überhaupt hinkomme, ohne zu sterben. Alter, wäre ich jetzt einen Schritt weiter gegangen. Ja, ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon hingehen soll oder ob ich das erst nochmal später mache. Ein bisschen Zeit habe ich nämlich noch, denn ja, das wollte ich ja auch mal ankündigen. Folgendes Problem, Freunde. Ich habe ja so ein paar Projekte laufen gerade, ne? Ich habe da mal so eine Idee gehabt, dass ich das Let's Play zu Minecraft auf 100 Folgen begrenze. Das heißt, nach 100 Folgen ist Ende. Und für die 100. Folge habe ich schon was geplant, aber dafür müssen wir da rüberkommen. Weil der Punkt einfach ist, Minecraft an sich, schönes Spiel, lässt sich auch gut Let's Playen, aber das machen schon 12.000 Millionen Leute. Ja, ich habe auch mal die Statistiken selber geschrieben. Ja, ich habe mal geguckt, wie das mit den Aufrufen so ist. Minecraft hat bei mir tatsächlich die wenigsten Aufrufe einfach. Ja, und ganz ehrlich, ja, ich habe auch mittlerweile auch nicht mehr so wirklich noch Ahnung, was man bauen soll, denn das Problem ist, du hast durch größere Let's Player immer das Problem, dass du als kleinerer Let's Player nichts bauen kannst, was größere Let's Player so oder so ähnlich, ne, so ähnlich schon gebaut haben, weil dann wieder, hat sie geklaut, ne? War bei mir zum Glück noch nie, außer mit der Videobeschreibung am Anfang mal. Ja. Ja, jedenfalls Minecraft, 100 Folgen, ich sag mal so, 1000 werde ich auf keinen Fall schaffen, 100, maximal vielleicht noch 250, aber ich glaube eher 100. Weil ich danach nämlich auch noch so viele Spiele geplant habe, die ich mir nochmal let's playen wollte. Also ich sag mal so, nach Minecraft habe ich schon wieder was in die Survival-Richtung geplant. Nicht wirklich Open World, aber auch Survival, was ja bei Minecraft letztendlich auch die Thematik ist. Oh, ich habe keine Ahnung, wie ich hier rüberkommen soll. Ich laufe hier gerade nur verwirrlich durch die Gegend. Ist das da hinten Kies? Tatsache, das ist da hinten Kies. Warum ist da hinten Kies? What the fuck, Alter? Willst du mich verarschen? Bam. Ja. Like a Jedi. Nee, leider nicht. Wie ein Jedi. Also. Au. Fick dich. Ja, halt die Fresse. No.
Verdammt. Einmal ein Brot reinfressen hier. Alter, jetzt halt doch mal die Fresse. Alter, jetzt komm doch bitte auf meine Höhe runter, damit ich dich mal ein bisschen killen kann hier, ey. Bin ich voll assi von dir schon wieder, ey, ne? Ja, typisch sowas. Mann, jetzt, Alter. Fick dich. Wird wahrscheinlich gerade voll übersteuert haben, aber... Fuck it, ey. Echt, ganz ehrlich. Ist ja auch immer so Leute, die was mit der Tonqualität haben, ne? Immer... scheiß Tonqualität. Ja, dann kauf mir ein Rode NT1A, ne? Oder wenn du findest ein besseres Mikrofon, weißt du? Wenn du es dir leisten kannst, schön, ich nicht. Denn ganz ehrlich, 94 Cent reichen nicht wirklich. So, YouTube Money technisch, ne? Alter, es leckt gerade hier. Alter. Und das liegt nicht am Seelensand, das liegt einfach an Minecraft. Und Fraps und generell. Und ich werde jetzt mal gerade... Nein! Scheiße! Alter! Was ist denn hier los heute? Ey, das ist echt nicht normal hier, ne? Wenigstens habe ich noch nicht geschafft. So, wahrscheinlich komme ich jetzt raus und es ist Nacht. Wetten? Es ist Nacht? Wetten wir, es ist Nacht? Wetten wir, es ist Nacht? Und es ist Tag. Es ist Morgen. Wow, ich war die ganze Nacht im Nether und hab dagegen Gas gekämpft. Statt die ganze Nacht hier draußen zu sein, weißt du? Alter, Mikrofon hier. Das macht mich voll aggro, ey. Ich mach mich echt voll aggro, ey, ne? Ey, das macht mich voll aggro. So, gut. So, schmeiß ich einfach mal hier so rein, ne? Boah, weißt du was? Ich habe auch echt gerade keinen Bock auf Kisten sortieren, ne? Ganz ehrlich, ne? Sorry, aber normal würde ich das offscreen auch machen, aber im Moment habe ich da voll keinen Bock drauf. So. Jetzt muss ich mal irgendwie die Zeit hier vertreiben. Weil das, was ich eigentlich machen wollte, ja jetzt irgendwie doch nichts geworden ist. Ich könnte einen Turm bauen. Oder ich könnte in eine Höhle gehen. Ja, ist eigentlich auch eine gute Idee. Ich meine, Spitzhacken habe ich dabei. Brot bräuchte ich vielleicht noch. Mal sehen, ja, das Feld sieht gut aus, habe ich Knochen. Damit ich ja mal ein bisschen nachdüngen kann. Beziehungsweise habe ich überhaupt noch Brot übrig. Ja, dieses Mikrofon hier, ne? Gut, Äpfel könnte ich natürlich auch mitnehmen, aber ich glaube, das sind nicht genug. So, nee, warte. Knochen! Knochen! Gut, dass mein Knochen-Song noch nie veröffentlicht wurde. Auch hier wieder kleiner Insider-Witz, ne? Oh, ja, genau. Ach ja, genau, das Knochenmehl funktioniert ja jetzt anders. Miau. Ist das fertig? Nee, ist es nicht. Miau. Also diese Partikel hier, ne? Ich habe gerade irgendwie ein voll seltsames Geräusch gehört. Kann aber auch sein, dass das aus dem RL hier so hinter meinen Kopfhörer gedrungen ist. Soll ja auch mal vorkommen. Warte mal, das Knochenmehl, das kann ich auch mal ablegen. So, haben wir hier Knochenmehl, und jetzt. Denn ich brauche Brot, denn ich habe keins mehr. Und irgendwann wird es dann so weit kommen wie in meiner Let's Show-Welt. Da habe ich dann so viel Getreide und so viel Brot und so viel... Getreide, Saat und so viel, alles einfach, ne? Dass ich keine Ahnung mehr habe, wohin damit. Muss ich fernab an einer abgelegenen Insel oder so. Auf einer abgelegenen, bla, bla, bla. Irgendwo auf einer einsamen Insel. Die wir ja sowieso schon sind.
Ja, hier ist ja sowieso schon eine einsame Insel. Die, glaube ich, eher ein Kontinent ist. Ich habe ja in der ersten Folge gedacht, das wäre eine Insel, aber ich glaube, das ist ein riesengroßer Kontinent. Das geht ja da hinten noch ewig weiter. So. So. Saat. Gut. So, jetzt Brot. Brot. Und es wird ein Weizen übrig bleiben, das sehe ich jetzt schon kommen. Zack und zack und zack. Zack. Ja, ich sag ja, ein Weizen bleibt übrig. Legen wir mal hier hin. Alter, Level 32? Wie komme ich denn auf Level 32 hier, ey? Das ist mir jetzt gerade voll das Rätsel irgendwie. Warum bin ich auf Level 32? So ein Kompass sollte ich mir vielleicht mitnehmen. Und Fackeln, das wären auch noch mal ein paar gute Sachen, ne? Kompass, Fackeln, dafür brauche ich erstmal wieder Holz. Holz, 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 Holz. Ach ja, genau, Fackeln. Weißt du, wenn man das ganze Zeug, hier, ne, die Blätter, wenn man die mit Fackeln, siehst du da, Setzling, wenn man Blätter mit Fackeln abbaut, ist die Wahrscheinlichkeit irgendwie höher, dass man Setzlinge kriegt. Ist zumindest meine Beobachtung. Bei mir war es hier immer so. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal thematisiert habe. Das Verhältnis zwischen Baum. Das Verhältnis zwischen Baum, ja? Kein? Alter, wie lange steht dieser Birkensetzling hier eigentlich schon rum? Komm, wachs doch mal endlich. Scheiß Baum. Alter, macht mich so ein Baum schon wieder voll aggro. Ey, du scheiß Baum, Alter, ich schwör, ne? Ich schau dir so in die Fresse, wenn du erwachsen bist, ne? Dann bist du tot. Ja, sowas nennt man auch Fällen. Ja. Das Niveau hier schon wieder, ey, das ist, schlimm. Schlimm ist was, sollte verboten werden hier. Der Meinung ist übrigens auch RTL, ne? Wer das noch nicht gemerkt hat, ne? Also wer jetzt noch nicht gemerkt hat, dass RTL irgendwie voll was gegen Gamer hat. Ne, also ganz ehrlich, nee, finde ich nicht in Ordnung. Muss ich jetzt mal so sagen. Nee, aber ganz ehrlich, RTL. Alter, was soll ich zu RTL noch sagen? Was soll ich zu RTL noch sagen? Ganz ehrlich. Ich sag zu RTL einfach gar nichts mehr. Ach, Setzling. Bam. Gut. 12 Holz. Und dann... Genau, ich habe ja die Druckplatten, das vergesse ich immer wieder. Ich habe keine Ahnung, warum ich die da angebracht habe, aber es ist vollkommen sinnlos. So. Gut. Ach nee, das Brot sollte ich vielleicht hier behalten. Und das Holz nehme ich mal so mit. Rüstung, ja, Rüstung sieht noch ganz gut aus. Schwert, Schwert, Zeug. Kompass wollte ich noch mitnehmen. Kompass. Wo hab ich den Kompass? Oh, ich habe ja auch noch Spawner, ne? Ja, genau, ich erinnere mich. Das sind jetzt wahrscheinlich Schweinespawner, weißt du, wenn wir die aufbauen, haben wir Schweine. Bro, pressen. Gut, ich werde jetzt erstmal eine Runde wandern gehen. Und ich habe keine Ahnung, in welche Richtung ich jetzt wandern werde. Scheiß Aussprache. Ja. Boah, das Wetter übrigens, ne? Da kann man ja auch mal drüber reden. Ganz ehrlich, ne? Bei so einem Wetter, weißt du, es schneit am 21. März, Frühlingsanfang. Da fragt man sich doch, wenn das die globale Erwärmung ist, wie oft muss jeder Mensch dann durchschnittlich um den Block fahren, damit das so bleibt? Also ich meine ganz ehrlich, ne? Globale Erwärmung? Ja, weißt du, das ist so ein Thema, da gucke ich auch immer mit ein bisschen kritischem Auge drauf. Boah, ich habe keine Ahnung, wo ich langlaufe.
Hört, hallo, ist da was? Ach, Schwein. Schweini! Du bist tot. So. Boah, hier war ich aber auch schon mal, ne? Hier war ich, als ich nach Kakaobohnen gesucht habe. Ist da eine Höhle? Tatsache, da ist eine Höhle. Aber ich weiß nicht, ob die wirklich groß ist und, sie ist unter Wasser und ich weiß nicht, ob ich da jemals rausfinden werde, vor allem wenn sie unter Wasser ist.